hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind hier in unserem Café und ich will mal was eruieren. Ah, oh, das war, da war was. Ja, Mieze, 141 Meter. Die Verbrecher töten. Ja, nur ist zu spät. Ihr habt wieder versagt, ne? So wie immer. Da sind lauter Türen. Das ist ja schön, die sind abgelenkt. Aber nicht von mir. Wo kommt man denn hier höher? Ach, hier. Oh! Ich will doch nur mal was gucken. Er wird langsamer werden. Seid bereit! Ah, die kriegen wir auf. Cool. So. Tja, so, schaut ein Profi bei der Arbeit zu. So geht das. Wo ist die Truhe? Schaut ein Profi bei der Arbeit zu. Dann rennt er an der Truhe vorbei. Bin ich vorbeigerannt. Gerennt. Vorbeigerennt. So, jetzt müssen wir aber noch das olle Fappen suchen. Hast du noch was Schönes? Was Spannendes und was zum Spielen und Schokolade. Oh, Schokolade wäre jetzt gut. Ah, der ist noch nicht. Der ist noch nicht verdünnisiert, sich hat. Ah, so. Hier draußen wird schon wieder gehackt. Lass sie sich hacken. Was ist mit deinem Ich hab das verstanden. Ich kann nichts dafür. Ja, jetzt müsste man wissen, was das für eine Truhe ist. Ob sich das lohnt. Das sieht man leider mehr erst, wenn es zu spät ist. Komm näher und ich bring dich um. Wer sich uns entgegenstellt, stirbt. Ah, Mann! Hä? Ach. Machen wir erstmal die Truhe auf, so. Guck mal, eine weniger, ne? Und? Wir plündern. Und dann kriegt er noch eine Schutzimpfung. Rauchbomben. Oh, voll. Cool. Danke, junger Mann. Warum sind hier immer alle Tore zu? Blaue Schmetterlinge. Hier gibt es jetzt wahrscheinlich. Oder? Keine Möglichkeit, hochzukommen. Da oben gibt es eine. Hoffe ich. Da kommt man rein, genau. Jetzt ist es aber unter uns. Oder über uns. Unter uns. Geh doch mal aus dem Weg, Junge. Erzähl's der Wand. So, nein, das haben wir eruiert. Warum ist hier noch eine Truhe und warum ist da noch sowas?
ja, das muss auch mal sein zum Entspannen, ne? Ich muss aber tatsächlich wieder hoch und komme denn da hoffentlich raus. Lass mich mal durch, lass mich mal durch, danke. Jetzt habe ich die Frau geschubst und ihr habt Schuld, ihr, ganz allein. Ihr Napfsülzen. Ups. Ah, hier, warte, ich muss hier lang. Ja, ich habe ihn jetzt nicht geplündert, ich weiß. Blub, 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 wie denn immer alles reinblubbt. Ja, jetzt ist langsam, habe ich die Schnauze voll. Hier drin. Da ist eine Tür. Ich sehe aber nicht, was für eine. Kommen wir hier. Wir kommen hier um das Haus rum. Oh, die kriegen wir auf. Ach ja. Ah, hier ist noch eine Tür. Auch eine Zweier. Das habe ich nicht gesehen. Gewusst. Gesehen, gewusst. Und wo ist jetzt meine Truhe? Da. Oh, hübsch, hübsch. Wir kriegen Kohle zusammen. Da ist eine Kokarde. Ist die oben drauf oder unten drunter? Die ist irgendwo drin. Und die Truhe ist irgendwo im Boden. Da habe ich bestimmt schon 15 Mal versucht ranzukommen. Genauso wie hier. Wir werden es sehen. Wir werden es gleich merken. Ich könnte auch zurück zum Hauptquartier. Da kommen wir raus. Der feiert. Oh. Die beiden habe ich nicht gesehen. Oh! Ah, scheiße! Verdammt nochmal, wo bist du? Wie der durchgezogen hat hier, ne? Der hat aber richtig reingehauen. Ja, das ist die Garde, ne? Die Garde. Ach, Nougat. Katze. Da sind ja aber viele Leute dankbar, ne? Warum? Was für ein Salat? Oh, da komme ich rein. Langsam finde ich es gut, dass ich das gemacht habe, aber das andere muss noch warten. Och, hier kommt er wieder nicht durch. Oh, das ist immer so. Offensichtliche Lücken, wo man durch kann. Wo ist die Truhe? Noch höher? Kommst du da nicht ran?
Guck mal hier um die Ecke, ob noch einer ist. Nein? Was? Ah, das sind nur Kissen. Wir sind hier beide ganz allein. Ich wollte eigentlich plündern. Kann ich jetzt plündern? Danke. 130 Francs. Der war ja vermögend. Das sind drei. Drei ist einer, sind zwei zu viel. Oder drei. Hops. Was ist denn mit denen? Wo sind die blind? Ja. So, dann haben wir das ja hier auch noch. Das ist ja schön. Da bin ich ja zufrieden mit. Halt, da müssen wir hin. Danke für die Ablenkung, junger Mann. Die war sehr erfolgreich. Oh, Entschuldigung. Oh, das war nicht gut. Das war nicht gut. André Bleu? André Ribleu? Bleu? André? Der war hier? Damals schon? Interessant. So. Hinter. Die ist hier unten drunter. Und da ist ein Eingang. Interessant. Ich sollte mir den mal markieren. Ich denke mal, der ist es. Wir machen mal ein bisschen Jugendforscht hier, ne? Muss auch mal sein. Man kann nicht immer nur morden und töten. Oh, doch, kann man. Ah. Kommen wir denn jetzt hier rein, oder? Wir kommen hier rein. Ist die Truhe noch weiter runter? In den Katakomben. In den Katakomben. Aha, was haben wir denn da? Eine Truhe. So, jetzt habe ich hier schon mal wieder ein bisschen weiter aufgeräumt. Jetzt fehlen mir nur noch 93 Truhen. Das andere haben wir alles. Cool. Ja, wo ist mein Kaffee? War das eine Dreiertruhe? Ich weiß das nicht. Die rote da. Erstmal das Geld abholen. Ich verspreche mir von der Muskete, die ist zwar langsamer, aber ich verspreche mir davon deutlich weit größere Reichweite. Oh, meine Augen. Ah, es kommt vom Niesen. Jetzt brennen die. Das tränt. Ich habe immer... Ah. Was? Brimm? Ja, das lohnt sich. Habe ich gerade beschlossen. Du musst mal und deshalb sagte die Kiste ölen, die quietscht. Ich will das mal beäugen. Mein Schwager ist übrigens Gärtner. Er lebt ja in Arköy. Der Schwager ist Gärtner und der Gärtner ist immer der Mörder. Ah. Hi. Hast eine Dreier. Aber wisst ihr was? Kleinvieh macht auch Mist. Ja, moin. Kirschbomben voll.
Na gut, das war ja nicht so ereignisreich. Da gab's Medizin, das war gut. Jetzt will er sogar hier beim Baum hoch. Wenn man unter Druck ist und verfolgt wird, dann will er das nicht. Ich habe keine Zeit. Habe ich schon so oft. Ich krieg nichts dafür. Der steht in der Luft. Ich weiß nicht, war das eine Dreiertür bestimmt, ne? Ja. Also beides Dreier, merkt ihr das endlich. Aber ich wollte auch zu diesem Händler. Das war eigentlich der Grund, warum ich hier hingelaufen bin. Weil das ist mein Lieblingshändler. Der macht immer gute Preise. 146.000. Da wollen wir mal gucken. Gewehr. Ich kann mir das schon lange kaufen. Und wir können es auch gleich verbessern. Dann nehmen wir aber die Helix-Punkte. Jetzt haben wir eine silberbeschlagene Muskete. Ja, wir haben sie auch hinten drauf. Cool. So. Das war ja alles mit... Ich guck doch mal, ob hier noch eine Mission... Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Die Schweizer Konten, die wollte ich eigentlich machen beim letzten Mal. Tja, muss ich durch, ne? Das muss... Boah. Ladebildschirme. Keiner braucht sie. Was stöhnst du denn so? Fiel dir was schwer? So, dann wollen wir mal gucken. Wir müssen das mal markieren. Da. 145 Meter. Hier sind doch, ist doch Taubenkacker. Oh, ich dachte schon. Ich dachte schon. Gib mir einen Namen. Das kann nur auf. Was ist das, die? Wir brauchen. Ich will euch aber entkommen. Och Mann, nun lauf doch, Arno. Die haben Waffen, ne? Oh nein, geh weg! Lauf, 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 lauf! Ach Mann, Arno, du solltest dazwischen durch! Es ist so dreckig! Meine Fresse! Wo ist denn das jetzt? Da, 33 Meter. Ich muss jetzt erst warten, bis das weg ist. Habe ich dann nur 9? Das hört aber auch nicht auf, ne? Man hat nur auf die Ziege gewartet. Machen wir schon mal kaputt, es gibt Punkte. Guck, da oben. Na gut, dass wir... Muss ich das sehen, armer Kerl. Die Schweizer Konten. Siehst du den Kerl da drüben? Jacques Necker? Ja, genau, Necker. Der Mann, den wir zum Schatzmeister machen wollten.
Sehen Sie an, den alten Knacker. Kommt nicht mal an der Grenzwache vorbei. Ob der wohl was Brauchbares im Gepäck hat, hm? Ich wette, ein Mann wie er hat gewiss geheime Dokumente in den Taschen. Alexa, stopp! Soll ich denn das jetzt machen? Ihr werdet auf der Stelle anhalten! Nach unseren Regeln oder sterben. Lässt du mich abhängen, du Hund? Hä, was ist denn jetzt los? Ach, dann habe ich nur diese Olle. Das wusste ich nicht. Nun mach's doch. Was denn nun? Nun, ach, ich kann nicht. Wo ist denn der da? Ich wusste jetzt nicht, was ich machen sollte. Was ist das denn für ein Quatsch? Ach, denn kann man, hat man nur... Das ist ja ein Fehlkauf, ne? Was soll das denn? Das ist ja Blödsinn. Dann habe ich nur das olle Gewehr und nichts anderes mehr. Ich muss sie jetzt erstmal leer räubern. Die haben Material gekostet. Der lässt sich ja nicht stören. Und dann sind wir wohl hoffentlich gleich raus hier. Ja, das tut mir leid. Was mischt ihr euch ein? Es hat euch keiner das erlaubt. Ich habe eure Wertsachen erfolgreich bei deinen Männern untergebracht. Einsetzen werden, um die Revolution zu schwächen und einen Monarchen auf dem Thron zu verhelfen. Diese Männer sind absolut vertrauenswürdig. Aha! Neckers Goldstein. Viermal. Na gut, nächste Folge. Tschüss!